Mit 17 habe ich den Kinofilm Im Rausch der Tiefe gesehen, mit Jean Reno als Hauptdarsteller. Da geht es um zwei Freitaucher, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen. Und das war eigentlich für mich dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, genau dasselbe habe ich als Kind gemacht, beim Schnorcheln im Hallenbad, weil ich mir immer geschaut, wer kann länger die Luft anhalten. Und ich habe eigentlich meistens immer gewonnen und habe dann aber entdeckt, da gibt es einen Sport, da gibt es coole Typen, da gibt es Helden, denen man nacheifern kann. Und immer war mein Traum, ein Held zu sein. Ja, das ist für mich etwas ganz Wichtiges, einfach zu zeigen, dass man alles im Leben erreichen kann, was man erreichen möchte. Wenn ich jemanden kopiere, dann bin ich wahrscheinlich besser wie derjenige, wenn ich den Rekord breche. Aber was habe ich dann geleistet? Ja, ich habe trainiert, irgendwann war ich so gut, dass ich den Rekord schaffen kann. Wenn man jetzt aber was komplett Neues kreiert, ja, ich war einer der ersten Menschen, der in Höhlen getaucht ist. Früher hat man immer geglaubt, das funktioniert gar nicht. Ich war der Erste, der auf über 5000 Meter Seehöhe getaucht ist. Die Ärzte haben mir alle erklärt, ich werde bei dem Versuch sterben. Komischerweise sitzt er noch immer hier, Gott sei Dank, ja, und nehmt da jetzt an dieser Challenge teil. Der Unterschied zu den meisten anderen Freitauchern ist, dass die eigentlich diese klassischen Weltrekorde aufstellen. Die tauchen irgendwo im Hallenbad, 25, 26 Grad Wassertemperatur. Wenn sie es nicht schaffen, gehen sie noch einmal zurück am Start und probieren das Ganze noch einmal. Das ist für mich einfach zu wenig. Ich brauche immer viel mehr Challenge, viel mehr Herausforderung, vor allem im Mentalbereich. Deswegen tauche ich dann unter Eis von einem Loch zum anderen. Es gibt keine Chance, diesen Tauchgang abzubrechen. Wassertemperatur ist 2 Grad. Mein Herzschlag geht runter auf 15 bis 20 Schläge pro Minute. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert dabei. Ich muss mir beim letzten Atemzug hundertprozentig sicher sein, dass ich körperlich und geistig auf der anderen Seite ankomme. Wenn ich das nicht hundertprozentig sicher bin, dann brauche ich diesen Tauchgang erst gar nicht starten. Und das ist eigentlich dieses Außergewöhnliche bei diesen Projekten. Sollte ich bei der Mazda Hero Challenge die 10.000 Euro gewinnen, dann würde ich das komplette Geld verwenden, um einen meiner größten Träume zu realisieren. Ich möchte im April 2015 am Nordpol freitauchen gehen. Das wäre der erste Freitauchgangversuch überhaupt am Nordpol. Ich habe geplant, gemeinsam mit meinem Freund, dem Markus Fielinger aus Australien, den Nordpol zu Fuß zu erreichen und dann dort eben bei minus 40 Grad Außentemperatur, 2 Grad Wassertemperatur, die ersten Freitauchgänge zu machen. Das Ganze ist jetzt aber kein Weltrekord, sondern das Ganze hat einen viel ernsteren Hintergedanken. Ich möchte mit dieser Aktion auf die Probleme unseres Planeten hinweisen. Die wenigsten Leute wissen es oder reden darüber. Vor 15 Jahren hat man permanent über das Global Warming gesprochen. In den letzten 15 Jahren ist mir vorgekommen, leider, dass da kaum jemand darüber spricht und wir bewegen uns hier auf eine Riesenkatastrophe hinzu. Der Nordpol ist fast nicht mehr vorhanden, geht jedes Jahr mehr und mehr zurück. Und damit man hier ein bisschen Sensibilität schafft bei der Bevölkerung weltweit, versuchen wir eben, durch diese Aktion Aufmerksamkeit zu erregen.